Hi, ich bin der Zankl und ich zeige euch heute im Video, wie man Chilis winterfest macht. Es ist wieder Freitag, das heißt Feierabend, Bier und um die Chilis kümmern. Viel Spaß beim Video. Ich brauche ein neues Bier. So, wir haben hier eine abgeerntete Chili-Pflanze. Es ist Oktober, also das, was jetzt noch dran hängt, wird nicht mehr reif werden. Man sieht noch hier ganz gut, wie ich sie letztes Jahr zusammengeschnitten habe. Und das machen wir dieses Jahr jetzt noch mal ein bisschen radikaler, damit sie dann schön drinnen. Überwintern kann. Im Endeffekt muss die Chili dann, wenn sie dann fertig geschnitten ist, im Idealfall in einem hellen Raum, der relativ kühl ist, also sowas wie ein Treppenhaus, ein Fenster oder einen leicht beheizten Wintergarten. Ich habe es allerdings auch schon geschafft, dass ich eine Chili im Büro hatte und die hat das ganze Jahr einfach gar nichts gebraucht. Die hat das ganze Jahr lang gewachsen, war das ganze Jahr lang grün. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Aber heute geht es jetzt darum, zurückschneiden und im Kühlen überwintern. Zurückschneiden tut man sie, weil sie dann im Endeffekt wieder besser neu austreiben können. Man braucht nichts mehr als eigentlich eine gewöhnliche Gartenschere. Die Gartenschere sollte auch scharf sein, gerade weil sonst quetscht man halt die Äste, was nicht gut ist, weil die mit so einem Mark gefüllt sind und dann liegen sie ganz kaputt. Schneiden tut man, hier sieht man es ganz schön, hier ist so eine Y-Gabelung, immer so ja, 3-4 cm drüber. Wenn es mal zu kalt wird, dann friert das nämlich rein und dann ist die Gabelung aber noch safe. Also dann passiert ja nichts. Geh noch ein bisschen. Also ich sage jetzt mal, gerade bei solchen Trieben, die eh leer sind oder wo sehr wenig dran ist, die kann man guten Gewissens komplett wegschneiden. Bei solchen Trieben, die jetzt schon wieder schön ausgetrieben haben dieses Jahr, würde ich jetzt nicht hier unten schneiden, sondern ich sage jetzt mal das alte hier oben. Das Schwarze in der Frucht ist jetzt keine Druckstelle, kein Gammel oder sonst irgendwas. Das ist tatsächlich das ist eine eigene Kreuzung. Vielleicht gibt es auch mal ein eigenes Video dazu, wie man kreuzt oder so. Das Schwarze entsteht dann als Lichtschutzfaktor von der Chili gegen Sonne, also im Endeffekt die Chili-eigene Sonnencreme. Und das heißt dann wiederum, dass die Chili, also erstmal ist sie grün, wenn sie dann Anfang Sommer gescheit Sonne abkriegt, wird sie schwarz, reift dann aber halt hinten nach rot ab. Also das Schwarze geht auch mit der Zeit wieder weg. Wegschneiden. Also ich persönlich überwinter sie im Wintergarten, weil ich keine wirkliche Stellfläche im Treppenhaus habe. Soll es so, also auf jeden Fall über 5 Grad haben, weil ab 5 Grad eben nehme ich die Pflanzen in den Löffel ab. Idealtemperatur wäre wahrscheinlich so 10 bis 15 Grad. Wenn man dann einen schönen Platz gefunden hat, wo man sie gut parken kann über den Winter, ohne dass sie den Weg umgehen oder dass es zu kalt wird, gibt es noch die Regel, nicht zu viel gießen. Es reicht so alle 2 Wochen, das heißt, wenn man Finger reinsteckt, dann merkt, einfach mal checken, wie lange es braucht, bis sie halt sehr trocken wird und dann halt einfach in kürzeren Abständen gießen, aber nicht zu viel. Im Übrigen düngt ihr während der Zeit auch nicht, weil das ist die Ruhephase von der Pflanze, da braucht sie eigentlich keinen Dünger, da passiert auch nichts Großartiges. Ihr braucht dann auch nicht meinen, dass irgendwie sich neue Blätter bilden oder neue Triebe kommen, das passiert alles erst wieder im Frühjahr, die Dinger sind so langweilig wie ein ausgeschalteter Fernseher im Endeffekt. Wenn der Winter soweit durch ist, so ab Februar, wenn es auch wieder heller wird, Tage länger, dann kann man wieder das regelmäßigere Gießen anfangen und es düngen. Und wenn es dann so weit warm ist, dass man sie auch langsam wieder rausstellen kann, gibt es für die Pflanzen im Normalfall ein neues Paar Schuhe. Heißt, man zieht das ganze Teil hier aus dem Topf raus, füllt ihn mit neuer Erde, klopft so weit wie es geht die alte Erde runter und topft das Ganze dann wieder mit frischer Erde ein. Die ist auch vorgedüngt und dann kann man wieder auf frische, neue, leckere Chilis hoffen. Hoppla. Die Triebe hier oben habe ich jetzt mal pauschal stehen lassen. Mir tut es immer einfach nur weh, wenn ich dann, weiß Gott, wenn doch noch eine Chili dranhängt. Vielleicht will sie doch noch was und notfalls kann ich die auch während dem Winter Schläfchen immer noch zurückschneiden, wenn es ist. Die Blätter würde, sag ich jetzt mal, wahrscheinlich noch zu einem größeren Teil verlieren. Es schadet jetzt nichts, wenn noch ein bisschen was dran ist. Das ist eine ziemliche Gefühlssache, das Zurückschneiden. Ich will eigentlich so wenig zurückschneiden wie möglich, aber ich glaube eigentlich wäre es besser, wenn man mehr zurückschneidet. Da muss man selber drauf kommen. Ich schneide tatsächlich auch nur Pflanzen zurück, die einen sentimentalen Wert haben, sage ich jetzt mal. Das ist halt eine Eigenzüchtung. In der Literatur heißt es, dass der Ertrag halt von Jahr zu Jahr weniger wird. Irgendwann gehen sie halt dann doch ein.
Also die haben nicht das ewige Leben. Man kann es so ein paar Mal kann man schon machen. Es gibt Gerüchte von Pflanzen, die das dann tatsächlich über 10 Jahre weggeschafft haben. Es gibt auch Wildsorten, die wachsen halt dann irgendwo in Südamerika. Die werden bis zu 30 Jahre alt. Das werden wir halt bei uns in Deutschland mit Winter nicht hinkriegen. Wie man am Anfang vom Video schon gesehen hat, wirklich gut ausgetrieben hat sie dieses Jahr sowieso nicht. Die ist jetzt dann, das ist jetzt der dritte Winter, den sie durchlebt. Im ersten Jahr hat sie getragen so zwischen 30 und 40 Früchten ungefähr. Dieses Jahr waren es schon bloß mehr, ja, ich glaube so zwischen 10 und 15 ungefähr. Eigentlich sind frisch gezogene Pflanzen immer mit mehr Ertrag gesegnet als die Altpflanzen. Es kommt immer ein bisschen auf die Sorten drauf an, es kommt auf das Volumen von der Erde an, es kommt aufs Düngen an und tatsächlich auch viel aufs Glück, aber hauptsächlich auf Sonnenlage tatsächlich. Also am besten immer schön irgendwie Richtung Süden ausrichten, dass sie viel Sonne kriegen. Gut, im Frühjahr werde ich sie dann wieder rausstelle. Ich weiß nicht, ob jedem von euch die Eisheiligen was sagen. Die sind vom 11. bis zum 15. Mai. Und danach kann man sie normalerweise guten Gewissens wieder rausstellen. Da passiert nichts mehr, da friert nichts mehr. Gut, das war's mit dem Video. Und wir sehen uns gerne im nächsten. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da oder abonniert. Ciao, bis zum nächsten Mal.